Der größte Eisberg der Welt ist erstmals seit 3 Jahrzehnten wieder in Bewegung. Der fast 1 Billion Tonnen schwere Eisberg mit der Bezeichnung A23A driftet vergleichsweise schnell an der Nordspitze der antarktischen Halbinsel vorbei. Starke Winde und Strömungen unterstützen dies. Er hatte sich die vergangenen Jahrzehnte weitgehend nicht bewegt, nachdem er auf dem Meeresboden aufgesetzt hatte. Warum der Eisberg in der Antarktis jetzt in Bewegung geriet, ist unklar.